Henne, den Fernseher bitte. Vanya, ich komm doch schon. Hey Henne, geht los, Mensch! Nee, aber doch nicht rein jetzt! Bist du verrückt? Bist du gerade? Hallo Leute, herzlich willkommen zu unserer neuen Sendung, Tropicus TV! Einen schönen guten Tag miteinander! Wir starten in die neue Saison! Kommt euch rein! Heute! Ja? Ja, herzlich willkommen! Wenn wir schon ein bisschen älter sind, müssen wir an irgendwas festhalten! Genau! Ich war vorhin gerade im Netz und habe geguckt, wie viele Abonnenten wir haben. Wir liegen jetzt bei 475 Abonnenten, fast 500. Wir können gar nicht aufhören. Nee, es geht weitermachen. Ja. Wer die letzte Sendung gesehen hat, geht nahtlos weiter mit 30 Jahre Wende. Ist klar. Wissen alle. Deswegen haben wir uns gedacht, ja, checken wir unser Outfit. Und wir könnten jetzt sagen, ein Zuhörer hat uns geschickt, aber nee, wir haben nicht da stehen, wenn es um Fußball geht. Nee. Ihr wisst, wir lassen die jetzt so an bis Jahresende. Wir haben es so gesagt, weil in der letzten Sendung, könnt ihr euch gerne mal angucken, haben wir uns ein bisschen aufgestachelt. Ging es um Desi-Truppen, um die Mulmblock, um die ähnlichen zwei Produkte, die überlebt haben bei uns. Im Osten. Aus dem Osten. Und deswegen haben wir gesagt, wir gehen jetzt wirklich in Opposition und sagen, zeigen, wo wir her sind. DDR-Kinder. Na, mal gucken, was draus wird. Bitte, wir hoffen, wir gehen gegen Strich, nee, dass wir bitte was zu feigsten haben. Wir sind ja mittlerweile zusammen schon 100 Jahre alt. Genau, Ostprodukt. Na? Und unsere liebe Kamera hat natürlich begonnen, mit ein Update vom Laden, weil wir ja immer zeitnah jetzt senden, deswegen können wir die Themen entsprechend auch anpassen, aktuell zur Jahreszeit und so weiter. Und wir starten heute einfach mal wieder mit unserem Schaubecken. Eins, was aus der Versenkung heraus gestaltet wurde und jetzt, also von mir gestaltet wurde und von dem Mäuseln im Laden jetzt schön gepflegt wurde. Wir sind absolut stolz drauf, ne? Weil sich es wirklich mal entwickelt wie ein schönes Skate. Das heißt, was mit dem ersten nicht geworden ist. Nee, ist nicht geworden. Ne? Und wir wollen euch auch den Fortschritt zeigen, wer die Sendung mal jetzt alle 8 Wochen mal gesehen hat, sieht auch, wie die Pflanze, das Pokestem und Helferi, als Bodendecker schön gewachsen ist. Fische top, kannst ruhig noch rangehen, genau. Ne? Wir haben also die Präkoks, die den großen Schwarm glasweise, ne? Die Weibchen vom Präkoks, die Felsen sind sauber, algenfrei das Becken, wir verwenden also Flüssigdünger und CO2 und als Anregung, ne, ist momentan wirklich eins der schönsten Becken, was jetzt geworden ist im Laden. Ne? Super! Thema für heute ist ganz klar, kurze Hosen. Ich leider nicht. Kurzärmlich. Wir haben, wann senden wir es? Am 1.6. Thema liegt eigentlich auf der Straße. Eine. Teich. Teich. Alles rund um den Teich. Und wir haben uns gesagt, wir schlendern ein bisschen durch den Laden, durch unsere Verkaufsstation und gehen dann punktuell. Gucken wir alles durch und dann gehen wir mal in Richtung Teichabteilung. Genau. Was wir euch heute unbedingt als Empfehlung mitgeben wollen, bei 475 Abonnenten, die auf Facebook klicken, sind vielleicht dann ein paar mehr. Heute ist der, wie viel Mai? Warte mal, der 17. Ne? 17. Der 17.5. Heute ist das neue Rammstein-Album erschienen. Aha. Leider gibt es dafür keinen Namen. Wir haben vorhin schon mal kurz, ich habe Ronny Bitterbar angespielt und es lässt sich nur so viel sagen, wer die wahren Antworten haben will auf sein Leben. Da geht bei Rammstein in der Endlosschleife, nicht bloß im neuen Album. Ne? Heute mal unser aktuelles Album, Chart-Empfehlung, Rammstein. Rammstein. Das neue Album. Also muss man jetzt kein Fernsehen gucken, um mal ein Video oder eine Empfehlung zu kriegen. Nee. Und man kann auch Tropicus TV gucken. Tropicus TV. Um eine Empfehlung zu kriegen. Wir geben Musikempfehlung, ne? Auch deutschsprachiges Liedgut. Ja. Ja. Jetzt geht's schon wieder lösen. Kann ich euch auch. Sisters kannst du natürlich auch. Ne? Bei der letzten Sendung hat er Stefan bei meinem Aim-Ausrutscher und Delphine. Das kann sein, es gibt heute wieder ein paar Cuts vom Stefan, wenn wir sagen, das müssen wir rausnehmen. Ja, wir werden auch zensiert. In Dresden. Mit Ohrfeigen. Ja. Oder Gackern, Delphine. Aber deutschsprachiges Liedgut macht Rammstein auf jeden Fall. Und es lohnt sich reinzuhören, Leute. Daumen nach unten. Daumen nach unten. Weiter geht's. Wir starten zu den Teich fischen. Richtung Laden hinter und gackern ein bisschen zu den Fischen. Und hoffen, wir haben wieder ein paar Infos für euch. Also, die zweite Leitung Teich fischen sind jetzt schon dritte. Rein. Die dritte ist sogar schon. Ach, die dritte Leitung ist sogar. 3 Liter und 6 Seiten. 3 Liter und 6 Seiten. Dann sind wir weiter weg, dann positioniert sich schon einmal. So, so. Mach mal zu.
Genau, die Kaltwasserfischanlage misst also dieses Jahr insgesamt 6 mal 500 Liter, 3000 Liter plus 1000, über 1000 Liter für die Störe und mit über Schleierschwanzbecken. Ne? Genau. Überschaubar. Also summa summarum fast 5000 Liter Kaltwasser. Schwerpunkt bei uns. Läuft. Wir hatten eine kleine Pause. Große Unterbrechung. Aber der Stefan wird es schon wieder schneiden. Jawohl. Rammstein hat es völlig durcheinander gebracht. Ja, alles. Verschiedene Größen, Goldfischeln, ein paar Wildfischlein, paar Kois, KIV getestet. Also nichts, sag ich mal so, super Spezielles. Ne? Ja. Ein paar gemischte Kois. Aber alle KIV getestet. Genau, ihr seht auch, wie viel Sauerstoff wir hier reinpumpen. Wir haben diese große Luftsteine, fast können wir mit einem Sauerstoffstein eine Nachfahrung machen. Dass ihr seht, was die Fische eigentlich auch am meisten brauchen im Sommer, wenn es wieder Temperaturen kommen, viel Sauerstoff. Ne? Dazu haben wir große biologische Hamburger Mattenfilter reingestellt als Standfilter, um die gesamte Schadstoffmasse des hohen Besatzes deckeln zu können. Natürlich gibt es nichts über Wasserwechsel, brauchen wir nicht reden. Ne? Viele Wasserwechsel, sonst schwimmen sie nicht richtig. Aber ansonsten ist der Teich ja besetzbar mit verschiedenen Fischen, Ronny, oder von der Größe her? Natürlich, abhängig von der Größe des Teichs. Abhängig, ja. Und was jeder will. Ne? Okay. Der Anspruch ist natürlich wie mit allen. Jeder hat sozusagen eine andere Philosophie, angepasst auf seine Möglichkeiten, sprich Kleinfiltersysteme etc., was er für Wasser verwendet, ne? Und wo es hingehen soll mit den Fischleinen natürlich. Ja. Ne? Faustregel ist immer natürlich, wenn man einen Filter hat, den überzudimensionieren, haben wir in den vergangenen Sendungen auch schon mal gesagt, hat sich über die Jahre nichts geändert, es gibt ja keine neuen Philosophien momentan über den Teich. Nein. Fakt ist eins, wenn er die Tiere jetzt bei solchen Temperaturen im Laden holt, halten wir natürlich immer im Vortrag gleich zu langsam an. Genau. Die Temperaturenunterschiede sind manchmal vom Laden bis zum Teich 10, 15 Grad. Da braucht der Fisch wirklich lange Zeit, sehr, sehr lange, um an die Temperatur dann wirklich nie einen Kreislaufkollaps zu kriegen, ja, genau, zu kollaborieren. Das wäre schon was nicht gefällt. Das war schade. Ne? Und ansonsten denkt an die Endgrößen. Wir sagen es immer, ein Graskorpfen kann also doch mal 80 cm sein. Ein Spiegelkorpfen, den wir hier unten haben, die schön. Können also auch dick werden, dick aber werden. Natürlich die Voraussetzung. Denkt an die Silvesterkorpfen, sind natürlich mega dicke Bomben. Ansonsten die Goldfische untereinander, ob Schubunkin, Sarasa, Goldfischgelb, Rot, was es alles gibt, könnt ihr mischen, haben die gleichen Endgrößen, ne, sind auch robuste Tiere, werden nicht allzu groß. Aber ein großer Goldfisch kann auch schon mal 20, 25 cm kriegen. Ne? Also immer Teichgröße, nicht denken, ich habe jetzt 2 Kubik, ja, alles neidlatschen, was rein, geht. Ja. Und wie gesagt, und selbst der Koi, wenn er so klein ist, denkt dran, dass er ordentlich schwimmen, dass er fressen, dass die Flossen okay sind, na, dass sie eine schöne Schuppung haben. Und beim Kauf von Goldfisch, egal wo die Teichfische kauft, sind einfach allgemeingültige Tipps. Na. Und passt natürlich auf, dass möglichst vielleicht der Teich ein bisschen eingezäunt ist. Naja. Weil es gibt momentan viele Wildtiere, die sich neben Waschbären, neben dem Iltis, neben dem Fischreier, neben Schlangen. Also an den Fisch besetzen, dick. Genau, ne, Fleisch fressen. Einen kleinen Zaun ziehen, ja, ringsrum. Ne? Also man hat es oft, man hört es auch oft, genau, von den Kunden, genau, ne, dass sich viele, ja, damit rumplagen. Ne? Man muss es, wenn man große Besätze, teure Besätze hat, sich doch jetzt schon was einfallen lassen, um sowas zu vermeiden. Genau. Ne? Genau, ne? Ja, mir fällt mir jetzt hier eigentlich näher ein zu den Fischeln. Gehen wir mal vielleicht. Gucken wir uns die Schleierschwänze und die Störe mal an, Leute, dass ihr mal seht, was wir im Laden schwimmen. Ja. Und dass ihr mal die Mäuse seht. Ja. Von der Kameraführung und vom Anschein. Alles gut. Ich stehe ganz unter dem Eindruck vom Rammstein. Ein kleines Becken, wie gesagt, die erschrecken sind 300 Liter Becken, wo ein bisschen Schleierschwänze rumschwimmen. Spielen nicht die große Rolle. Es gibt auch verschiedene Freaks, die auch zu Hause sich Kaltwasserbecken, genau, anschaffen, Ronny. Und ja, manche sind ja ganz komisch, haben wir heute gerade gemerkt gekommen, die also die Orantas, die Löwenköppeln, die irgendwie genetisch, also da haben wir, das haben wir heute gesehen, das bitten wir zu entschuldigen, die haben wir nicht so eingekauft. Wir müssen erst mal gucken, ob das jetzt angesagt ist bei Japaner. Na? Die Wölde haben wir das letzte Mal auch gesagt, die kaufen nicht bloß alles weg, sondern die züchten, verzüchten alles. Und ändern ihre Farbe noch. Genau. Ja. Na, und dann kommen wir auch mal tolle Videos vom Shrimp King auf Facebook. Shrimp King. Na, der ja bei Dennerle so übelst, ich will jetzt nicht, um Gottes Willen, der macht tolle Videos. Der, wie heißt der? Egal, lange Haare, Lücken, der immer tolle Videos postet auf Facebook. Da war jetzt mal
Israel, im Nahen Osten, im Fischladen, eigentlich ganz gut konzipiert, aber wenn man sieht, was dort in Asien und überall schwimmt, auch an Farbzüchtung von Zebra-Bärblingen, völlig nur besetzte Becken, ja, Pangasius, Suchi, der Haiweise, in 8 Schlitterbecken, wo selbst der Kameramann hier, der Shrimp-Shrimp-Shrimp-King gesagt hat, um Gottes Willen. Ne? Mhm. Also Vorsicht, hat mit unseren deutschen Hälteren in Lagen nichts zu tun. Nichts zu tun. Ja? Sind unterschiedliche Schuhe. Ja, deshalb fällt die ganze Kiste Schleierschwanz in die Rubrik. Fast Qualzucht, sagen wir immer. Wir tun uns schwer, aber die fragen dann nachher ran. Genau, aber manche wollen sowas eben. Ne? Ja, aber so richtig... Ach, die Masse ist es nicht. Aber so richtig wollen wir auch nicht, oder? Ja. Die Nachfrage muss ja auch gedeckelt sein. Genau. Ne? Ja. Guck mal lieber mal runter, da schwimmt was Dickes. Vielleicht mal hier, dass die Kamera hier runter kann. Ja, wir haben jetzt gerade Licht gemacht, überall leuchtet man kein Licht, das erste Mal da im Früh. Na, ihr seht also im Prinzip seht ihr Verstörer im Prinzip, also ein paar größere Goldrufen. Wir haben also Wildfische da, die jetzt mal eine 10, 12, 15 cm groß sind. Ein Stör in der Albino-Variante. Und hier haben wir noch mal einen dicken Austritt, ein dicker hier Wachs, müsste das sein, ne? Ja, müsste Wachs. Ehrlich, das sieht natürlich am urtümlichsten aus, ne? Du kannst ihn wahrscheinlich noch ranholen, der hat eine richtige Schüppung. Und dieses Seitenlinienorgan schön ausgeprägt, ne? Und wartet schon auf Fressen. Ja, da wartet nämlich auf die Störfärben, ja? Was praktisch absinkt. Dann können wir das reinmachen hier vorne, dass wir sehen, dass die schön fressen können. Zack. Wir werden sicher nicht dran kommen. Das ist also schnell sinkendes Störfutter, würde man jedem empfehlen, der Störer hat. Machen wir gleich mit der Kamera, genau hier. Na, die gehen dann also zum Bodengrund und schnappeln sich die Pellets praktisch. Genau, kannst du ruhig mal nachmachen, meine Scheine. Schnappeln sich die. Jetzt kommt der Große, der Fetti, der merkt, oh, es gibt was. Ah, hier, zack, und der schaufelt natürlich gleich 3, 4 auf immer rein. Kriegst du Ödlerhunger, ne? So, hier hinten das gleiche Grün. Da haben wir im Prinzip Sternetz. Der Sternetz ist die bisschen kleinere Variante. Schöne weiße Flossensäume. Ja, ja. Und wenn wir hier bitte was reinhauen, werdet ihr sehen, ein richtiger fetter Albino ist noch drin. Eine fette Goldrufe. Und der Sonnenbursche. Und der Sonnenbursche, die haben wir für den anderen getrennt, weil die manchmal ein bisschen räuberisch sind. Und auch als Wildfischer Sonnenbursche auch mal in die Flosse beißt von dem anderen Fisch, wenn der Teich zu klein ist. Na, ihr seht die Sternetz in verschiedenen Größen hier. Der wird ungefähr eine Endgröße von 60 bis 80 cm. Nicht so groß wie der sibirische Stör, der über einen Meter wird. Ja. Also guckt es euch an, kommt gerne vorbei, wenn ihr auf Störe steht. Wir haben schöne Tiere da im Laden. Unser Schwerpunkt im Tropikus ist lebende Tiere und Erlebnisbereiche und die Beratung, Leute. Denkt dran, ne? Haben wir schon 10-mal gesagt. Kommt gut an, stärkt den regionalen Handel. Super. Ja, stärkt den regionalen Handel. Ich gerade an Region denke und online denke und gerade von dem. Was fällt dir wieder ein? Fällt mir gerade wieder ein, dass ich hier gestern auf Facebook bei den Dresdner Aquarianern kam, wo wir auch im Prinzip Gruppenmitglied sind oder waren und viele bedauern, dass viele Facebook-Gruppen momentan zerfallen, sich auflösen, gesperrt werden. Das haben wir aber noch gar nicht gesagt. Ja. Und da hat eine Administratorin geschrieben, die man gut kennt, die schon im Laden waren, warum, wieso, weshalb, ist ja traurig, ist ja schade. Und es ist eben so, dass unsere Meinung dazu ist, dass, wenn man es die letzten Jahre beobachtet, dass das Netz so anonym ist. Ne? Und dass jeder unter dem Deckmantel der Anonymität natürlich auch einen Shitsturm empfachen kann, ja. Beiträge torpediert werden, auch mal einfache Beiträge. Jeder denkt, er ist der Beste, der Tollste, hat das schönste Becken. Und wir gehen davon aus, dass also diese sozialen Kontakte im Netz natürlich nicht da sind und dadurch immer mal, ihr wisst selber in den Kommentaren und was alles, keiner kommentiert mal groß, die liken alle nur durch. Also das zerfällt und es wird irgendwann wieder rückläufig sein und wir denken, dass es wieder irgendwann zurück zur Natur geht, ne? Also zum Menschen. Zum direkten Menschen. Ne? Also ihr kommt zu uns in den Laden und kommuniziert. Es ist uns angeboren, Leute. Das Redegehen. Ja. Achtung, was rein. Von hinten ist es. So, mit deinem Clips mehr an. Hat mich der Hände vorhin gesagt, ob das T-Shirt, ob ich die Nummer größer an hätte. Nee, und er hat die Nummer kleiner. Du die Nummer kleiner und ich die Nummer größer, ne? Und da habe ich gesagt, nee. Ich für und da hat er mich wieder angeguckt und war deprimiert. Für meinen Bauch kenne ich doch nicht. Nee, für meinen Bruder. Ja, das ist ja auch sieht dauerhaft ein. So kurz im Vorbeigehen. Schwenken wir mal hier drauf. Ja, gibt's, ist ein Schaubecken von 15 im Tropikus, Leute. Ne?
Das ist immer mit CO2 und zwei gepflanzte Bereiche. Alles toll, alles schön. Ihr könnt euch super viele Anregungen holen bei uns im Laden. Aber das Wichtigste ist, ihr könnt euch mit uns unterhalten. Ihr könnt kommunizieren. Na, euch übers Hobby unterhalten. Und ihr braucht bei uns keine Angst haben, dass dann blöde Kommentare aus dem Laden kommen. Wie dürft ihr euch vielleicht anstellen? Einen hübschen Kugelfisch bewundern. Ah, da müssen wir aber später gezeigt. Entschuldigung. Hier haben wir im Prinzip dann die ganze Teichhenne, das haben wir hier stehen. Bei, oh ja. Deine ja. Spezialstrecke? Ja, die Teichabteilung. Na? Also im Prinzip fahren wir. Im Prinzip ja, eigentlich ist es so. Es gibt ja 1000 verschiedene Varianten. Aber man muss sich dann, sag ich mal, auf ein, zwei Produktlinien, sag ich mal, einschießen, weil die Bedingungen sind oftmals gleich von den Produkten her. Es geht nur darum, dass du die ganze Sache richtig angewendet wird, wenn man das macht. Ja? Ey, ist es mir gerade einfällt? Ja. Entschuldige bitte. Wenn ich gerade Zelt lese, ne? Ja. Was mit Zelt passiert ist, ne? Na, irgendwie war da mal was, ne? Hast du auch jetzt mit einem halben Ohr gehört? Zelt ist nach wie vor aktiv, aber Zelt ist eben auch kassiert worden von der Firma Oase. Aha, ja. Also doch. Irgendwas also die Globalisierung geht weiter. Die Großen fressen die Kleinen. Und selber immer ein Unternehmen für uns, die wirklich noch wirklich wie eine deutsche Eiche auf dem Markt standen. Ja? Mit Produkten, mit vielen Patenten, sehr innovativ. Oh, ja, wirklich. Produkte, die auch funktionieren. Ohne Ende. Ohne Ende. Und die Produkte funktionieren, sagen wir mal so im Laden. Aber ich meine, es wird sich nie viel ändern. Aber hier merkt man eben doch, wir waren eigentlich doch ein bisschen enttäuscht, weil wieder ein Kleiner von der Oberfläche weg ist. Der weiter existiert ne, als ja. Firma, aber eben geschluckt ist von der Oase. Unter jemand anderem. Ja, Oase ist jedem bekannt, die wollen sich breit machen unter Aquaristik oder machen sich breit. Sicherlich schöne Produkte, aber wir brauchen sagen uns eben, oh, wie groß sollten der Kuchen noch sein, ne, oder werden. Wobei die Aquaristik jetzt laut Statistiken wieder schön im Aufwind ist. Hab ich dir immer erzählt. Ne? Aber ja, wir hoffen mal. Das war bloß nebenbei. Es gibt also die tollen Frühjahrsprospekte. Ne? Und es gibt eine Batterie an Teichchemie. Teichchemie, das, was viele an sich auch nicht wollen. Aber das ist immer abhängig von verschiedenen Faktoren, was du für Wasser verwendest. Aufgefangenes Wasser ist es natürlich auch mit ein wenig Investitionen verbunden. Also sprich, man muss, je nachdem, was du von Wasservolumen hast und was man erreichen will, natürlich auch ein klein bisschen Budget für seinen Teich, ob er nur klein ist oder groß, übrig haben, um ein paar Sachen in die Wege zu leiten, mit denen man dann leben kann. Also es nützt ja nicht, wenn man in den Teich reinguckt und man sieht die Nixe. Ja? Algen. Wie gesagt, jeder hat eine andere Philosophie, aber die zwei Produktlinien, die wir im Laden haben, die funktionieren, werden schon von unseren Kunden über Jahre genutzt. Selbst die Zusatzprodukte, wo sich viele, sag ich mal, immer noch ein Label nicht rantrauen, wie zum Beispiel ein Teichschlammentferner für kleine oder große. Ja? Das funktioniert, diese Produkte funktionieren wirklich, wenn man sie auch nutzt. Ja? Wenn man jetzt die Reinigungsintervalle von seinem Teich gleich wieder rausschieben will oder eben keine Zeit hat oder sowas, ne? Muss man eben, sag ich mal, das gleich wieder anders verpacken, die ganze Angelegenheit, und gleich wieder mehr Aufwand betreiben. Aber es lohnt sich wirklich, weil es eben funktioniert. Man muss sich damit auch mal gleich wieder auseinandersetzen. Ne? Wenn die Saison losgeht, so wie jetzt, man mit der Wasseraufbereitung, beginnt immer mit der Wasseraufbereitung, alle anderen Schnitte. Na, sprich Filterbakterien, Filter einfahren und so weiter, bis zu den Zusatzprodukten, mal Algenmittel oder Entleerer oder sowas, oder selbst Medikamentation, funktioniert im günstigsten Falle immer auf der Basis einer stabilen Wasserchemie. Na, wenn auch die Fischeln freuen sich, wenn es mit der Wasserchemie nicht so hier geht, sondern wie im Aquarium, mal übertrieben gesagt, geradeaus. Und dafür ist sowas gemacht. Außer man hat ein Biotop, man hat ein großes Biotop, wo sich verschiedene Sachen von selbst regulieren, aber meist ist es eben nicht so. Ja? Und da muss man gleich mit Aufwand betreiben und für sein Volumen eben sorgen. Ja. Und man kann auch dazu sagen, es ist im Prinzip auch wie beim Aquarium. Ja. Der erste Schritt beim Aquarium ist eben der Standort. Wo viele gar nicht dran denken beim Teich. Ne? Die denken, oh, Friede, Freude, Eierkuchen, Sonne, Saat und so weiter. Ne? Pflanzen wachsen schön, nee, ist nicht so. Also wer die Möglichkeit hat, sich einen Teich anzulegen, sollte auch zuerst auf den Standort nachdenken, wie beim Aquarium. Beim Aquarium sagen wir immer, schattiges Plätzle, wo also kein direktes Sonnenlicht aufs Becken scheint, ganz wichtig. Und beim Teich ist es eben auch so, dass du viel erreichen kannst, wenn du abschattest. Ja. Ja? Und da macht zum Beispiel, es gibt ja heutzutage alles. Du kannst mobile Sonnensegel bauen, habe ich schon ein, zwei Mal selber den Tipp gegeben, den Teichbesitzer, dass die einen Teil des Teiches abschatten. Weil unser Teich draußen, den wir über Jahre schon haben, der ist jetzt überdacht worden vor ein paar Jahren und seitdem ist dort komplett Ruhe. Ronny hat am Anfang immer eine Büchse
KH+ rein. Na, es gibt also auch wasserchemische Mittel, die die Carbonathärte schneller anhängen. Und es gibt aber eben auch was stabilere Teichfett, was länger braucht, aber was trotzdem nach der ersten Ladung trotzdem die Werte schon stabilisiert. Ja? Also es ist im Prinzip ein Schadstoffbinder und ein Aufbereiter, der mehrere Sachen mit Eber macht, was eben wieder andere Produkte nicht machen. Ja? Dann hat man eben auch viel mit der Angleicherei mit der Carbonathärte und dem pH, dass viele eben sagen, ja, das ging 3 Jahre ohne und jetzt fangen an, meine Fische zu sterben. Ja. Ja? Und die wundern sich eben, die Leute, sag ich mal, dass eben ein kleiner Fisch, der in 3 Jahren dann auch gewachsen ist mit mehr Futter, andere Bedingungen für die Halterung braucht. Genau. Ja? Sprich Sauerstoffgehalt, ja? Wasservolumen, ja, größeres Filter mit. Na, das kann passieren, dass eben, wenn man sowas nicht macht oder nicht nützt, dann der Teich wie ein Qualm, ein pH-Sturz, ein Carbonat hatte vor ist und die Fische sterben. Und genau. Ich denke dann da einfach, bis jetzt war ja noch nicht was, genau, und ich habe auch noch nichts gemacht. Aber man muss sich oder man sollte sich mit der Sache schon befassen, damit man, sag ich mal, keinen Schiffbruch erleidet. Ja? Und Thema Futter hat der Ronny ja schon angesprochen, ganz kurz Fütterung. Also es gibt, wir kennen ja diese ganzen Baumarktregale, wo das mittlerweile schon Volkssport geworden ist, Eigenmarken zu setzen. Also wahrscheinlich macht Thum dann auch noch schon wieder Teichfutter oder Obi. Die machen also Eigenmarken, weil es doch noch irgendeine Zippel zu verdienen gibt am Endverbraucher. Und machen dann diesen gepressten Zwieback-Irrsinn dort rein. Na, also Billigfutter, wo das ist ein vergleichbarer Zwieback, na, wenn der Mensch, wenn wir einen trockenen Zwieback beißen, wissen wir, was passiert. Das ist also keine Wertigkeit des Futter von der Zusammensetzung da. Deshalb empfehlen wir auch bei der Fütterung, unabhängig vom Geld, dort auch mal mindestens zu mischen oder eben wirklich zur Futterstrecke zu greifen, wie sie hier präsentiert ist von der Firma JBL, die sich wirklich über Jahre einen Kopf gemacht haben, genau, und eine hochprofessionelle Futterstrecke entwickelt haben mit dem Bau eines neuen Futterwerkes für mehrere Millionen Euro. Und was hier rausgekommen ist, ist wirklich der absolute Wahnsinn. Ihr braucht auch weniger Futter. Richtig. Ja, die Menge ist natürlich logischerweise entsprechend geringer. Man muss es immer dagegen rechnen. Ja, wir warten das jetzt immer, wo viele gesagt haben, rechne die Menge dagegen von der, wie viel du brauchst. Das war irgendeine Werbung oder irgendjemand, wo es einfach konzentrierter vorliegt, ja, die ganze Geschichte. Also denkt daran, gibt es große Abpackungen, kleine Abpackungen und für jede Fischgröße, Koi, Störer und so weiter, alles komplett. Und die Qualität ist natürlich dann auch ausschlaggebend für die Wasserqualität. Genau, ja? Genau. Die Fische, wenn die nicht so viel fressen müssen, ist nicht so viel Stoffwechsel im Teich. Ja? Also bessere Qualität, weniger Futter, weniger Wasserbelastung. Bei normaler Fütterung vom Fisch. Genau. Ja? Und wie gesagt, die Dosiermengen umrechnen auf die Literzahl. Ja, oftmals kommt man mit einer kleinen Flasche viel weiter als mit einem großen Eimer. Auch was jetzt die ganzen Teichfit-Geschichten angeht und so weiter. Na? Ganz wichtig. Na? Ja, das ist unser Regal. Wir haben alles da. Wir haben alles wenig geplättet. Wir müssen jetzt dürfen nicht allzu lange quatschen, dass es wieder über eine halbe Stunde wird. Das ist schon knapp. Man kann den Lecker ziehen. Henne, was gibt es noch zu sagen jetzt zur heutigen Sendung? Also 1.8. ist dann logischerweise die nächste Sendung. Abos wären natürlich schön, dass wir dieses Jahr die 500 jetzt noch schaffen für unsere Verhältnisse. Wir haben uns total glücklich, sind riesig dankbar. Und wir sind natürlich auch dankbar über die große Resonanz im Laden, die da ist. Du merkst eben, die Leute müssen zu Problemen reden. Die brauchen Beratung. Leute, denkt dran, fahrt die paar Kilometer. Abgesehen davon haben wir die Bude voll. Immer auch im Sommer mit Fischen. Es gibt immer was zu gucken, und immer was Neues. Absolut, die Stockliste ist aktuell. Wir haben viele schöne Themen, die wir vorbereiten jetzt noch bis Jahresende. Unter anderem eben auch mal zum Thema Wildfang-Diskus. Wir haben ein schönes Schaubecken, was wir euch vorstellen wollen. Dann zum Thema Raritätensuche im Tropikus. Mhm. Das kommt dann Richtung Herbst. Aha. Also schöne Sachen. Dann stellen wir euch natürlich irgendwann nochmal das Paletarium vor, das 4-Meter Paletarium, weil das der Hammer ist momentan für Fischbesatz. Wie lange ist es jetzt in Arbeit? 3 Jahre? 4 Jahre? 3 Jahre? 4 Jahre, ja. Noch länger. Nein, ich schüttel es in den Kopf. Ist noch länger. Noch länger? Ja. Weniger, 2-3 Jahre. Ja. Also es ist ein absolutes Dschungelparadies geworden. Und wir müssen aber noch dann für die Sendung mal ein paar Scheinwerfer hier öffnen, dass wir von oben mal ein bisschen Licht in die Wanne kriegen. Also das wird auch nochmal eine Sache, wenn du dir Zeit lässt beim Paletarium, die Geduld hast, einfach nicht machst und den Pflanzen die Zeit gibst, wie die wachsen, sieht das aus wie im Dschungel in Südamerika. Aber man muss eben Zeit mitbringen. Zeit haben, ne? Und in der schnelllebigen Zeit, genau, ne, ist immer so eine Sache. Wenn ihr Kumpels habt, die momentan mal richtig gierig sind auf Altungsskalare oder Rotringsskalare, wir haben jetzt aufgrund des hochpreisigen Segments, sagen wir ganz ehrlich, wir haben 2 ausgewachsene Schaugruppen, die wir verkaufen wollen. Einmal wirklich ausgewachsene Rotrückenskalare, die schon
naja, 20 cm haben, in Top-Auswertung, eine Wildfangnachzucht, eine Gruppe und dann eine Elfergruppe, ausgewachsene Altungsgalore, wir haben die auf Facebook gepostet letzte Woche. Sicherlich geldintensiv, aber wer einfach nur eine Showgruppe sucht für eine große Wanne und damit glücklich sein will, die sind momentan im besten Alter, dann sagt es einfach weiter, teilt es oder wie auch immer, dass die Tiere mal ein neues Zuhause haben. Ja? Gut. Gut. Enden wir mit Rammstein, Leute. Super. Vergesst es nicht, euch anzuhören. Am Sonntag ist der letzte Spieltag in der zweiten Bundesliga. Yes, es. Um endlich diese Saison zu vergessen. Wir sehen eigentlich aus, aus wie Colts Eisena, fährt bloß noch blaue Schrift zu. Die Ostklub kämpfen es, die Maggis sind abgestiegen wieder. Schade, gibt es kein Magdeburg-Derby. Wäre eine Schrift des Magdeburger. Mhm. Müssen wir aus der Ferne die Maggis grüßen. Aue hat die Klasse gesichert, dank eines phänomenalen Leonard Helge, der herrliche Interviews gibt auf YouTube, wo ihr euch richtig kaputt lachen könnt. Wir haben eine riesige Champions League erlebt mit den englischen Clubs. Unvergessen. Und wir hoffen natürlich, dass es Dortmund am Wochenende noch schafft und die Bazis verlieren. Weil wir sind keine Bazi-Fans. Gucken auch. Frankfurt, Eintracht, gib alles, falls einer zuguckt heute. Gib alles. So, und fürs Pokalfinale, was wünschen wir uns da? RB gegen Bayern? Ja. Da wollen wir mal sagen, wir sind keine RB-Fans, keine Brause-Fans. Aber wenn es gegen die Bazis geht, noch. Die Bayern haben genug. Bayern sind fett gefressen. Ne? Die haben und genug. Und der Kovac, den haben sie wieder genug gegängelt. Nur der Wurstfabrikant. Uli Hoeneß wird uns natürlich nicht zugucken. Da sind wir nur kleine Magen für den, Fußvolk, kleine Asseln hier in Sachsen, Faschiste. Für die sind wir gar nicht existent. Nee, in München liegt der Quadratmeter jetzt im Doppelhagen bei 20.000 Euro der Quadratmeter. Das ist doch mal sportlich. Da gibt doch genug, die die Keule haben. Ja, ja. Ist doch scheiße, da liegst du am Freitag hier noch günstig, ne? Auf dem Dorf. Mietpreisbremse, so verstanden. Mietpreisbremse. Na, also über die Politik wollen wir nicht reden. Schlafen wir die Ohren runter. Wir wollen einfach nicht. Nein, wir lassen es. Hier, das ist das, wie wir in die Kiste gehen. Und so, der Supercup kommt sowieso in den nächsten 2-3 Jahren. Dann platzt die Blase sowieso, der ganze Wahnsinn in München. In diesem Sinne. Recht vielen Dank. Danke fürs Zuhören. Bleibt dabei. Abonniert uns. Das war informativ für euch. Ne? Die Ostprodukte melden sich am 1.8. wieder. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüssi. Tschüssi.